So, hallo, der Aufnahmetest war erfolgreich. Wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir Super Expert nochmal gespielt. Und jetzt habe ich einen Kommentar vom Twakes erhalten, der für als Wiedergutmachung in Anführungszeichen mir einen Levelcode geschickt hat, zu diesem Level hier, und schreibt dazu: Denke, das Level könnte dir recht gut gefallen, könnte aber auch etwas dauern, ist kein Kaizo. Und ich sehe schon 3 Minuten Weltrekord. Scheint aber schaffbar zu sein, 20%. Solve the palace in Baneful Bog and find a legendary weapon held within. Also das klingt vor allem nach Rätselgezeugs. Schauen wir mal, ob ich mich jetzt blöd anstelle oder ob ich mein Hören aktiviert bekomme. Wahrscheinlich nicht. Kann ich da hoch? Das wäre mal meine erste Frage. Ja. Und dafür wird man sogar mit einem One-Up belohnt. Das ist doch schon mal toll. So, hier sind Dreiecke. Ah. Oh, mir fällt da gerade was auf. Ach, ich hasse diesen Fernseher hier. Der macht gerade wieder Töne. Das mag ich nicht. Ah. Ich höre nämlich alles doppelt. So, jetzt. Gut. Gehen wir da rein. Also, zweimal ein rechtwinkliges Dreieck. Was kommt jetzt hier? Also, ist es eine Art Rätselraum oder sind es mehr so... Also, hier muss ich irgendwas reinwerfen. Eine Bombe bestenfalls, aber ich bin nicht Link aktuell. Wenn ich Link bin, kann ich das da auslösen. Okay, hier genauso. Das sind alles Bomben für Link. Okay, das ist alles... Okay, aktuell kann ich gar nichts machen. Das ist auch in Ordnung. Ich kann eigentlich nur mit dem Zelda-Schwert was anfangen. Ist das ein Zelda-Schwert-Level? Komme ich hier hoch? Ja, da komme ich hoch. Da oben fliegt irgendwas im Rand. Am Rand fliegt eine Wolke rum. Okay, und... Ach, guck mal, hier, das ist sogar ein Schwert-Symbol. Und das ist hier das Triforce. Oh. Ich war jetzt der vollsten Überzeugung, ich kriege jetzt das Schwert. Gar nichts kriege ich. Hier komme ich nicht rein. Da ist ein Pfeil. Ah, jetzt habe ich das hochgeschoben. Jetzt kann ich in die Tür. Zurück kann ich aktuell eh nicht. Huch. Da unten ist das Schwert. Da kommt das Schwert manchmal hoch. Ich kriege also tatsächlich das Schwert. So, da oben komme ich nicht rein. Kann ich hier wieder irgendwas mit Gewichten machen oder so? Ah, doch, das hier bewegt sich. Und dann bewegt sich das hier genauso. Ach so, jetzt muss ich den schießen lassen. Ah ja. Wait, aber der hat sich jetzt doppelt weggeschossen. Der hier nicht. Ach, den muss ich auch runterschieben. Moment, hä? Der bleibt oben. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Guck mal, da oben ist eine Wolke, aber da oben komme ich ja nicht rein. Oder kann ich da irgendwas tun? Da rein... Ich meine, ist hinter dem Ding vielleicht irgendwas, dass ich da dagegen springe? Aber das wäre ja totaler Quatsch. Muss ich einfach warten und gucken? Ah, der geht halt sofort wieder hoch. Ich kann hier überhaupt nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Kann das sein? Ich starte gleich nochmal neu. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Also hier kann ich aktuell einfach nur durch.
Mehr geht hier überhaupt nicht. Da geht. Ist das hier irgendein Block, der. Nee, das ist ja auch einfach nur. Also, sobald ich die Bomben habe, kann ich hier durch. Das ist klar, aber im Moment geht hier nichts. So, und auch hier kann ich nur die Bombe, die Dings runterschieben und komme dann hier durch die Tür durch. Ansonsten, bis auf das Leben da oben, kriege ich hier nichts weiter. So, dann sind wir hier. Und aktuell kann ich den auch gar nicht runterdrücken. Den kann ich erst runterdrücken, wenn ich den runtergedrückt habe. Aber hier zum Beispiel, hier geht auch nur der. Jetzt geht der gar nicht. Geht der erst, wenn der andere weg ist? Also der geht auf jeden Fall. So. Und das Interessante ist aber, der bleibt halt unten. Ne? Und hier, das geht wahrscheinlich erst, wenn das On-Off-Ding gedrückt wurde. Und den kann ich jetzt noch nicht. Jetzt schießt der erst was raus. Zack. Und jetzt geht der aber auf diese Stufe. Und lässt sich nicht mehr bewegen. So. Jetzt kann ich den hier nicht, sondern den hier zum Beispiel bewegen. So. Und jetzt bleibt der aber hier unten auch stecken. Und der aber nicht. So. Jetzt gehe ich hier rüber. Dann schießt er den raus. So. Und vorhin hat der sich auch selber irgendwie rausgeschossen. Ich weiß nicht genau wie. Jetzt kann ich den... Mit dem kann ich nach wie vor nichts tun. Ich kann jetzt nur den runterdrücken. Ne? Das geht jetzt. Und jetzt schießt der sich auch raus. Aber wenn ich das hier drüben mache... Ah, jetzt hätte er. Jetzt ist er hängen geblieben. Was war denn vorhin anders? Jetzt kommen die Wolken und heben das Schwert hoch. Jetzt muss ich aber irgendwie hier wieder rauskommen. Da ist noch ein Schwert. Ich meine, ich könnte jetzt hier das hier aufsprengen. Oh mein Gott, da ist ja... Oh, das Wasser tötet mich, ja. Ups. Okay, aber verstanden. Es hat schon so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Nur irgendwie hat es nicht funktioniert. Ah, dass wenn man im Wasser stirbt, ist... Es ist jetzt nicht mal eine Schwierigkeit, im Wasser zu sterben. Warum bin ich denn so doof? So. Also, zuerst der. Zack. Dann der. Zack. Dann der. Zack. Aber warum ist der vorhin wieder hochgegangen? Das habe ich nicht ver... Guck mal, jetzt bleibt er auch hängen. Und vorne ist er nicht hängen geblieben, aus welchen Gründen auch immer. Ach! Ich kann ja den wieder drücken. Ja, na klar. Natürlich. Okay. Dann haben wir das jetzt gelöst. Kriegen hier wieder ein Schwert. Wir müssen jetzt zurück. Ach so, ist ja schon. Ist ja schon richtig. Okay. Dann kommen wir jetzt endlich hier rein. Wo wir uns jetzt mit Pfeil und Bogen und Bomben bestenfalls. Das war nicht, wohin ich wollte. Und Bomben bestenfalls. Cool. Okay, wir werfen die von oben da rein. Okay, wir werfen die so, dass sie hier gegen abprallt und dann da reinfällt. Perfekt. So, das war einfacher. Ja gut, da muss ich ja eigentlich die einfach nur... Ups. Ja, ich werfe sie hier rum rein. Das ist simpler. Zack. Ja, das war nicht so gut jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder warten. Und jetzt nochmal.
Ah, das gibt's doch nicht. Ach so. Oh, ich hab's verstanden. Mist. Und dann muss ich nämlich nochmal nach oben. Das muss man nämlich gleichzeitig machen. Mist. Mist. So in etwa. Ah! Ja, das gibt's doch nicht. Ich bin zu langsam. Come on! Nein! Okay. Wir haben es in der Theorie haben was gelöst. Ich krieg's noch nicht umgesetzt. So. Nice! Jetzt passt die Geschichte. Jetzt hätte ich gerne meinen Checkpoint. Dankeschön. Sehr cool bisher. Sehr cool bisher. So, drei Rätselräume, drei rote Münzen. Das erklärt doch einiges. Was heißt Rätselräume? Wir wissen es nicht, ob es Rätselräume sind, aber es sieht wie ein Rätselraum jeweils aus. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Oh! Genial. Moment, das war ja richtig am Anfang. Oh nein, das... Wait. Ah. Ich muss da durchlaufen noch gleichzeitig. Ja, ich bleib dabei. Genial. So. Nützt mir das irgendwas? Nein. Da ist jedenfalls die Münze. So, das wollte ich nicht. Ach so, und jetzt komme ich ja immer noch an den Dings ran. Ah, geh weg. So. Wait, ich will gar nicht durch die Röhre da. Ich will einfach wieder zurück jetzt, ne? Ah, ich will einfach wieder zurück. Oh. Zu langsam. Ach, nee, ich muss wieder mit Bombe... Nee, oder? Nee, Bombe geht ja hier diesmal nicht. Da unten rum. Aber so, jetzt komme ich hier rein. Aber jetzt müsste ich runter. Also jetzt müsste ich... Ich glaube, ich muss einfach nur wieder schneller sein. Oder kann ich da oben eine Bombe durchwerfen? Mist. Einfach, ich glaube, ich bin einfach nur zu langsam. Ah, da muss ich schon verdammt schnell sein, ne? What? Alter. Oder doch mit einer Bombe. Ich meine, wofür ist das da unten da? Na, das verstehe ich. Oh mein Gott. Und jetzt rollt er so langsam. Ah, scheiße. Aber ich habe es verstanden. Und jetzt rollt er dagegen. Oh,
ist genial. Das ist genial einfach nur. Aber wir haben ein Zeitproblem, Freunde. Wir haben ein Zeitproblem. So. Da unten ist die Münze, die ich suche. Was muss ich hier tun? Ach so. Ich muss die hier rausschicken. Dann muss die hier durch. Darüber. Dann muss die hier durch. Darüber und den auslösen. Und dann kriege ich die Münze. Okay, das ging schneller. 50 Sekunden. Das ist ein... Wir haben ein das ist jetzt blöd. Okay. Da ist meine Münze. Ich glaube, ich treffe jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich es, glaube ich, mit einer Bombe lösen, oder? Yes. Und wie oft? Ja, jetzt bin ich wegen der Zeit tot. Ah, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Ab dem Checkpoint. Das mit der Zeit ist ein bisschen ärgerlich, aber mehr als 500 kann er mir nicht geben. Also da kann man gar nicht mal einen Vorwurf jetzt draus machen. Ich habe mich einfach hier viel zu doof angestellt. Gib's ja zu. Nein! Ach so. So, jetzt haben wir es verstanden. Ah nein, ich muss nochmal schießen. No! Ach Mist. Super. Nein, ich muss nochmal schießen. Oh. Ich bin doof. Warum bin ich denn doof? So, jetzt. Jetzt. Zack. Gut, das da unten war simpel. War dumm. Ach so. Erstmal wieder aufmachen. So, easy. Easy going. Jetzt muss ich aber eh warten. Warum habe ich das jetzt gedrückt? Ich weiß es nicht. So. Und dann kann ich doch alles die ganze Zeit mit... Wait. Ach so, das geht... Ah, okay. Am Anfang geht das nur mit Pfeil und danach geht es nur mit Bomben wahrscheinlich. So, hier ändert sich ja nichts. Zack. Aber jetzt geht es nur noch mit Bomben. Ach so, die Kugel muss durchrollen. Ich dumm. So, jetzt muss die Kugel durchrollen. Ah, ich muss es so timen, dass die Kugel durchrollen kann. Es ist wieder zu langsam gewesen, ja. Jetzt passt die Geschichte. Und jetzt kann ich daran. Ei. Jetzt habe ich meinen Schlüssel. Jetzt kann ich hier weiter. Das war eine schwere Geburt. So. Und da ist mein neuer Checkpoint. Mit Triforce. Ach so. Ah.
Erstmal den hier. Ah, verstanden. Jetzt kann ich den hier runterschieben. Jetzt ist der höher. Wait, der muss unten bleiben. Ach so. Mit der Bombe bleibt der unten. Und jetzt kann ich da. Oh Gott, da muss ich wieder... Ah, muss ich das wieder timen. Okay. Nein. Ah. Ich treff's nicht. Jetzt treffe ich's. Boah, ist das cool. Das ist echt cool. Ich sehe halt nicht, was passiert. Aber anscheinend muss ich dem Pfeil hinterher. Let's go! Was? What? Ach so, damit ich sehen, wo der Pfeil... Oha. Ich muss mehrere schießen. R mal 2. Und dann muss ich... in die Lücken rein. Ah, nee, ich muss gar nicht in die Lücken rein. Ja, ich bin blöd. Das ist ein Timer. Das ist ein Timer, der runterzählt, wann ich wohin schießen. Verstanden. Jetzt. Das ist ein Timer, nichts anderes ist das. Ich hab's falsch verstanden. Ich hab das ganz anders interpretiert. Ich dachte, ich muss in die Lücken, damit ich die Pfeile verfolgen kann, praktisch. Was völliger Quatsch war. Okay. Das war nicht so gut. Aber irgendwas muss da drin sein. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Sag ich. Ach so. Dadurch schiebe ich die... Was nützt mir das? Ah, ich bin zu langsam. Die Bombe müsste irgendwie da von oben runterfallen. Ah, Tatsache, das geht. Das geht tatsächlich, okay. Geh weg! Ah, wie stoppe ich die? Oh, die rutscht zu weit. Kann ich die irgendwie sanfter werfen? So nicht. Ach Gott! Noch eine Spur komplizierter, pass auf. Nee. Oh nein! Kann ich hier irgendwas tun? Na, so nicht. Zeit. So, aber nützt mir jetzt die Lücke da irgendwas? Ach, ich Dummnuss, so geht's. Natürlich. Oh Gott, ich bin ja... Bin ich denn doof? Oh oh. No. Schneller. Hoch mit dir. Hoch mit mir. So. Zack. What now? Ah.
Wait, und jetzt? Hä? Was habe ich falsch getan? Gemacht? Ach, die muss runter! Ich bin nur zu langsam! No! Oh Mann, ich wette, da ist das Ziel drunter. Oh mein Gott. Warum bin ich denn so langsam? Ich bin zweimal an der Zeit gestorben bei dem Level jetzt. Das gibt's doch nicht. Oh, dass ich da immer dagegen springe. Ach, das war falsch. So. 500 Sekunden sind zu wenig. Es ist unglaublich. Weil ich immer erst zu spät checke, was ich tun muss. Würde ich das eher checken, hätte ich alle Zeit der Welt. So. Jetzt aber. Jetzt geht das hier auch wieder ein bisschen flotter. Ah. Okay. So. Jetzt schießen wir hier zweimal gegen. Oh, das war blöd. Wait, das muss einfach von Anfang an offen sein. Warum bin ich denn dumm? Da muss ich nur einmal dagegen schießen. Natürlich. So, dann ist hier hundertprozentig das Ziel drunter. Sag ich ja. Oh mein Gott, ist das gut. Ist das gut. Sehr schönes Level. Sehr... Ei, aber die 3 Minuten sind auch ganz schön knackig, ne? Da muss man schon einiges machen, um das in 3 Minuten zu schaffen. Da bin ich raus. So, dann gucken wir mal, was bei uns gebaut wurde. Der Rasierer meint, er wird ein Silvester-Level bauen. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Oh, Boosbo baut jetzt Zelda-Level. Und Twix hat auch noch was gebaut. My first Epono-Level. Mini Kaizo Madness von Chosen. Schwierigkeit 7 von 10. Ich krieg die Krise. Ja, Gakuks. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwann abschließen. Das sind auch wieder Puzzle. Das heißt, Twix hat jetzt selbst ein Puzzle-Level gebaut. Dann haben wir nächstes Mal wohl nochmal ganz viele Zelda-Level. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.